So, dann wäre die nächste Frage von Michael. Hallo Pitt, ich habe eine Frage zum Thema Kollagenhydrolysat. Setzt du es bei deinen Athleten im Zusammenhang mit Gelenk- und Bänderbeschwerden ein? Wenn ja, achtest du auf einen speziellen Ausgangsrohstoff wie zum Beispiel Rind, Schwein oder Fischgräten? Da ich im Laufe meines Sportlerlebens das ein oder andere Problem mit den Bändern hatte, bin ich am Überlegen, ob es Sinn macht, mit Kollagenhydrolysat zu supplementieren, da vorausgesetzt der Ausgangsrohstoff. Der Rohstoff spielt keine Rolle, so ein Hydrolysat in Form von gängigen Amino-Liquids ja verhältnismäßig günstig zu haben ist. So ein bisschen. Ne, ich weiß schon, was auf was er hinaus will. Ja, das Problem ist, ja, sag ich, dass es eigentlich so ist, dass egal welches, also das Kollagenhydrolysat nicht aufgenommen werden kann und dahin, also das kommt überhaupt gar nicht bis zu den Bändern. Ja, sag ich, wenn man, ja, sag ich, für die Gelenke was tun will, ja, sag ich, dann kann man im Endeffekt, ja, sag ich, gibt es solche Joint, wie heißen die Dinger? Kleinen Moment. Alles auswendig. Was hätten wir denn da zurzeit selbst in der Mache? So. Da machen wir natürlich jetzt für Fremdfirmen Werbung, ja. Ja, ist aber egal, ja, sag ich, also die gibt es von verschiedenen Firmen, ja. Ja, sag ich, nennt sich Joint and Support von Performance, nennt sich von Nutritec Joint Formula, ja. Ja, sag ich tue mal die Inhaltsstoffe kurz vorlesen, ja. Ja, sag ich, wenn ich es lesen könnte, das muss der David mal machen. Ich bin nämlich mittlerweile fast etwas kurzsichtig. Ja. Chondroitin, was wird noch Also drin sein? Methylsulfonylmethan, Mhm. MSM, MSN, genau, Glucosamin Glucosamin und und Chondroitin. Chondroitin, genau, Genau. das ist alles. So, das sind die drei Wirkstoffe, die wirklich funktionieren. Ja, sag ich, und zu denen ich auch raten kann. Ja. Es gibt verschiedene Hersteller, ja, sag ich, die das anbieten. Ja. Sag ich, wir wollen jetzt hier gar nicht Nutritec oder Performance bevorzugen. Ja, sag ich, das gibt es, soweit ich weiß, auch von Olymp oder was weiß ich, von vielen Herstellern. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da die Qualitätsunterschiede sehr, sehr groß sind. Ja. Kann ich, ja, sag ich, ich habe jetzt diese beiden hier gehabt, ja, sag ich, weil ich mir die genommen habe. Ja, sag ich, wechsle aber die Hersteller im Endeffekt, wie ich das gerade bekomme. Ja. Ja, solch Fakt ist, ja, solch, das sollte man 2 bis 3 Mal am Tag nehmen. Ja, solch, ich nehme es meistens nur morgen, weil ich es dann vergesse. Ja, solch, aber es hilft. Ja. Oder sagen wir mal so, ja, solch, ich habe jetzt im zarten Alter, ich werde dieses Jahr 50, ja, solch, eigentlich gelenkmäßig keine frappierenden Probleme, ja, sag ich, obwohl ich, glaube ich, meinen Körper 33 Jahre lang also Sport betrieben habe, ja, und davon wirklich über 20 Jahre, ja, sag ich, in einem Bereich, ja, sag ich, der definitiv, ja, in keinster Weise gesund ist, ja, auch für die Gelenke nicht, ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Ja. Eine Frage von Tim. Hallo lieber Pitt, beziehungsweise Michael. Ich bin 20 Jahre alt und Naturalathlet. Ich trainiere seit 3 Jahren intensiv und habe Du Bühnenambitionen. bist nicht auf dem Laufenden. David. Ja. Ah! Und die Frage ist sogar von Montag, also. David. Sag mal, hallo David. Hallo. So. So, was wollte der jetzt? Genau, also er hat Bühnenambitionen und meine Form ist ziemlich gut und ich nehme langsam Masse zu, jedoch saubere Muskelmasse. Streifen in den Schultern oder in der Brust sind ganzjährig sichtbar. Ich bin 1,87 Meter groß und habe eine Wettkampfdiät gemacht, um zu gucken, ob ich diese mentale Stärke besitze für einen Wettkampf. Am Ende war ich ca. 79 Kilo schwer. 11 Wochen vorher 86,5. Ich nehme jetzt im Aufbau 4000 Kalorien zu mir, 530 Gramm Kohlenhydrate, 300 Gramm Eiweiß, 65 Gramm Fett. Nun habe ich meinen Aufbau begonnen und mit einer Periodisierung angefangen. Meine Frage ist nun aber, welche Übung sollte man periodisieren? Meine Periodisierung hat eine Maximalkraftperiode 2 bis 5 Wiederholungen. Bei dieser Wiederholungsanzahl wäre es jedoch meines Erachtens gefährlich, die Schulter Beispiel Seitheben zu belasten. Werden also nur mehr Gelenksübungen periodisiert?
Also das kann man so nicht sagen. Ja, sag ich, Fakt ist ja, sag ich, dass man ein IK-Training, also sprich ja, sag ich, ein Training, ja, sag ich, in 2 bis 5 Wiederholungen, ja, kann man sich streiten, ob das überhaupt, ja, sag ich, für einen Bodybuilder von Sinn macht. Ja, sag ich mache das also mit meinen Athleten mit Absicht nicht. Ja, sag ich erstens aus dem Grund, weil die Verletzungsgefahr meiner Meinung nach nicht im Verhältnis zu dem steht, ja, sag ich, was es an Muskelwachstum bringt. Und zweitens, ja, kommt mit dazu, ja, sag ich, dass die ja, sag ich, die Strukturen, ja, sag ich, im Bodybuilding, wie du es gerade schon erwähnt hast, ja, sag ich, zum Beispiel beim Seitheben, ja, dafür gar nicht gemacht sind, ja. Das bedeutet, ja, sag ich, das, was ich schon oft gesagt habe, ja, sag ich, wir machen Bodybuilding und kein Gewichtheben, ja. Sag ich, und wenn du Bodybuilding machen möchtest, ja, sag ich, dann fallen eigentlich 2 bis 5 Wiederholungen gänzlich aus, ja. Sag ich, das könnte man, also wenn man sowas macht, ja, sag ich, dann sollte man sowas grundsätzlich nur mit Grundübungen machen, ja. Sag ich, also die Idee, die du hast, ja, sag ich, die ist auf jeden Fall zielführend, ja. Sag ich, wenn man eine IK, also wenn man eine Periode macht, ja, von 2 bis 5 Wiederholungen, ja, sag ich, dann sollte man definitiv nur Grundübungen in dieser Phase machen, ja, sag ich, weil alles andere, ja, sag ich, wäre strukturell, ja, sag ich, vollkommen schwachsinnig, ja. A, hat man überhaupt gar nichts davon, ja, sag ich, Seitheben überhaupt in so einer Wiederholungszahl auszuführen, ja. B ist die Verletzungsgefahr, die schießt natürlich dann, ja, sag ich, durch den Himmel, ja. Und gleichzeitig kommt noch mit dazu, ja, sag ich, dass man davon in dieser Übung, ja, sag ich, das ist ja eine Isolationsübung, ja, sag ich, überhaupt gar nichts hat, ja. Sag ich, das bedeutet, wenn du so eine Phase machst, dann nur Mehrgelenksübungen, nur Grundübungen, ja, und die aber trotzdem, ja, sag ich, mit einer sehr sauberen Ausführung. Ganz wichtig. Das war dann wirklich jetzt die letzte Frage. Okay. Mehr haben wir nicht. Okay, gut, dann sind wir jetzt mal wieder durch. Ja, sag ich, hoffe, dass ihr noch fleißig Fragen stellt. Ja, sag ich, finde es super, dass auch jetzt mal ein paar Mädels Fragen gestellt habt. Ja, sag ich, wie die Bikini-Klasse, ja, sag ich, ist ja jetzt in einem rasenden Eroberungsfeldzug, ja, würde ich mal so sagen, ja. Sag ich, wir haben ja mittlerweile so viele Mädels, ja, sag ich, die diesen Sport entdeckt haben, ja. Sag ich, da wäre es vielleicht auch schön, ja, sag ich, wenn mal ein paar Mädels sich trauen, Fragen zu stellen. Ja, sag ich, wir werden auch mal, ich wollte die ganze Zeit das eigentlich nicht machen, aber wir werden auch mal mit dem David, ja, sag ich, wenn wir jetzt Zeit haben, irgendwann mal die Entwicklung, ja, sag ich, unseres Sports mal so an uns vorbeigehen lassen. Ja, sag ich, und ich tue mal meine Interpretation dazu von mir geben, ja, sag ich, wie ich das empfinde, ja, sag ich, weil ich ja, wie gesagt, seit 33 Jahren diesen Sport mache und glaube ich relativ viele Entwicklungen mitbekommen habe, ja, sag ich, bis hin zu der neuesten Entwicklung jetzt, ja, sag ich, ob das YouTube-Stars sind oder ja, sag ich, diese ganz neuen, dass man ja, sag ich, mit 4 Jahren Training, ja, sag ich, anderen Leuten Tipps gibt, ja, sag ich, überhaupt diese ganze Entwicklung mal, ja, sag ich, wie das alles entstanden ist, diese Entwicklung, ja, sag ich, weil im Endeffekt ja, das alles neu erfunden wurde, ja. Wir freuen uns, ja, liked uns, stellt uns Abonniert uns Fragen, auch bitte. abonniert uns bitte auch mal, ja, Ja. genau, ja. Gut. Ja.